So, hallo und herzlich willkommen zur nächsten Runde Sims 2 Projekt Heimat schaffen. Und ja, wir sind bei Tiara und Tiara ist Platin. Das ist ziemlich cool, wenn man bedenkt, dass sie gerade schläft. Nein, Tiara hat schon eine ziemliche Liste, was sie jetzt dann zu tun hat. Nebenbei kann sie das dann putzen. Und momentan kann sie sonst nichts mehr machen. Ja, Blog über Fitness. Ich weiß gerade gar nicht, wo wir bei ihr stehen geblieben sind. Doch, ich weiß, wo wir stehen geblieben sind. Weitersuchen. Wir wurden ja letztes Mal... gefeuert. Bitte? Müssen wir hoffen, wenn die Zeitung kommt, dass da was drin ist. Dann kann sie trainieren. Sportler wäre auch noch zum Angebot, aber nein. Sie möchte gerne General werden. Wer bin ich denn, dass ich ihr den Wunsch verwehre? Hallo, Lanka. Wow, sie ist in der Zone. Sie leuchtet richtig. Körperlich ist sie topfit und... Da. Oi. Alles klar. Ja, sie ist arbeitslos. Da kann ich momentan nichts machen. Fangt bitte nicht wieder zu streiten an, ihr beiden. Ich sehe euch. Ich sehe euch. Warte, wo ist das drin? Hier müsste das drin sein. Hobby, genau. Da werden wir bei Gelegenheit auch hingehen. Sport. Okay, dann, wie wär's, wenn wir ihr, wenn sie schon so verrückt nach Sport ist, so ein Axtwurf-Spielzeug besorgen? Und was habe ich hier eigentlich gemacht, wo ich das gebaut habe? Hier, Axtwurf. So. Das leisten wir uns jetzt. Und hier, bitte, spiel mal. So. Sie ist volle Kanne in der Zone. Da geht nichts. Und sie würde gerne schwimmen gehen. Ach ja, ein Blog über Fitness. Mehr Blog über Fitness. Hast du keinen Bock, Axt zu werfen? Und dann gibt es ein Sandwich. Die braucht demnächst auch eine größere Küche. Wow, sie ist immer noch voll in der Zone. Egal, um was es geht, es ist Sport und darum ist sie in der Zone. Das ist echt gruselig. Und dann isst sie noch einen Salat, damit sie satt ist. Und wieso will sie nicht Axtwerfen spielen?
gehe mal schnell auf die Jobsuche. Säubern. Also ich check das mit dem Axtwerfen nicht wirklich. Weitersuchen. Weitersuchen, weitersuchen, weitersuchen. Schade. Warum magst du das nicht machen? Zu Abendessen gibt's auch nochmal Salat. Also da hat sie wirklich null Bock darauf. Yay! Sie kann kochen. Okay, dann benutzen. Hände waschen. Dann machen wir noch kurz. Sie kann ja Finanzberatung geben. Und jetzt gucke ich kurz, das müsste sie eigentlich auch haben. Okay, nee, das hat sie nicht. Ja, ich weiß es noch nicht, worauf wir das geben. Aber wir müssen auf jeden Fall gucken, dass sie morgen einen neuen Job bekommt. Wow. Sie verdient gut. Und gleichzeitig geht ihr Freundebedürfnis nach oben. Wow. Kannst du ein bisschen rumbasteln, dann kannst du dir frühstücken, so Müsli oder sowas. Ich muss ihr echt noch einen Ofen besorgen. Sie hat Fitness zum Maximum getrieben. Joggen gehen, wenn du wieder wach bist. Sprudelbad. Post holen. Ja. Ja, ich glaube, wir haben das kaputt gemacht, weil wir rumgebastelt haben. Das macht aber nichts. Weiter. Ich glaube, du hast Hunger, oder? Anrufen. Nein, nicht Sim. Service. Salat essen. Noch einen Salat essen. Und Essensvorräte prüfen, bitte. Kammerjäger. Yep. Hilft dir nichts. Lebensmittel bestellen. Und dann geben wir wieder Finanzberatung, weil
Keine Ahnung. Wir geben einfach Finanzberatung. Und da läuft ein kleines Hundchen rum. Joche. Einmal bitte voll. Lieferung annehmen. Hier, so. Reinbringen. Stop. Anrufen. Sim. Okay, nee. Prima. Nur plaudern. Und dann kannst du zwei Müsli futtern und dir einen Job suchen. Und los geht's. La da 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 la da 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 da. Hey, aber die nächsten 5 Minuten habe ich meine Ruhe. Wenn es überhaupt 5 Minuten sind. Weitersuchen, weitersuchen, weitersuchen. Weitersuchen. Ich lass ihn mal kurz machen, weil du stinkst. Ja, du stinkst. Wir duschen nur schnell. Wir könnten das kurz reparieren. Chefsalat essen. Ist das jetzt repariert? Ihr bist benutzen. Hände waschen. Schlafen. Mehr Finanzberatung geben. Also wir sind nicht komplett auf dem Trockenen, nur weil wir jetzt gerade keinen Job mehr haben. Aber ich will ihr das natürlich. Ich will sie das natürlich schaffen lassen. Joggen gehen, trainieren, Block, Fitness, Frühstücken, Müsli, ist voll in der Zone wieder. Du hast Hunger, willst du nicht mal aufhören? Okay. Sie hat gemerkt, dass sie Hunger hat. Sie will sowas. Ich erlaube mir jetzt einfach den Spaß. Ich stelle das in den Garten. Ich glaube, ich habe kein. Ich hab's. Das wäre aber eventuell eine Idee. Das packen wir auf die andere Seite. Das packen wir hierher. Ah, ja, ich kann. Okay, bitte.
Rollschuhlaufen. Schlittschuhlaufen. Sehr lustig. Du hast hier eigentlich auch einen Grill. Du könntest auch Hotdogs essen. Ich bin manchmal auch intelligent. Ja, ich weiß noch nicht, wie ich das verpacke, aber sie. Ich hab doch eigentlich. Get Ich habe aber sonst keine Spiele. Aber das sind auch bloß. Okay, ich weiß es nicht. Das war scheinbar nicht das, was sie wollte. Keine Spiele, die so teuer sind. Bin ich jetzt gerade irgendwie doof oder so? Ich habe bloß die hier. Das ist aber ein Fernseher. Ich weiß es gerade echt nicht. Recyceln. Das geht gar nicht, sorry. Warten. Trainieren wir kurz. Bloggen über Fitness. Stellen ihr natürlich wieder einen Sessel hin. Es wäre ja sonst unlustig. So, bitteschön. Ich kann keine Spiele kaufen, die so sind. Du kannst jetzt einen Job suchen. Dann kannst du was zu essen. Weitersuchen. Komm schon. Nein, wir wollen auch keine Abenteurerkarriere. Komm schon, wir wollen in diese Militärs. Okay, wir lassen sie jetzt dabei. Damit sie einen Job hat, lassen sie wir dabei in die Polizeischiene gehen. Und
Ja. Rede üben. Kannst ein bisschen chatten mit ich weiß nicht wem. Heute gibt es Hamburger. Hallo. Ach so. Bleibst du jetzt stehen? Ich bin irgendwie. Ah, jetzt verstehe ich das erst. Hamburger nehmen. Sie kann nicht kochen. Doch, eigentlich kann sie ein bisschen kochen. Sind halt jetzt ein bisschen verbrannt und Hime, du stinkest. Du stinkst auch, alles klar. Abspülen. Ciao, Hime. Schön, dass du da gewesen bist. Und sie schläft jetzt erstmal gut. Ist sie aufgeräumt. Sie bräuchte eigentlich ein besseres Bett. Und sie muss gleich arbeiten. Das heißt, wir schicken sie jetzt einmal hierhin. Müsli essen. Und dann kannst du noch mit irgendwelchen Leuten chatten. So, gleich kommt die Fahrgemeinschaft. So, ja gut, dann. Halt, die Fahrgemeinschaft kommt ja nicht, ich habe ja ein Auto. Also sie kann gleich danach trainieren, wenn sie wieder kommt. So. Volle Kanne. Dann kann sie gucken, ob sie vielleicht einen Job findet, der ihr mehr zusagt. Dann recycelt sie die Zeitungen. Yay! Und sie hat gleich Theodor mitgebracht. Und wir gucken natürlich. Nein, nein. Nein, nein, nein. Ihr Job ist immer noch nicht da. Sie geht baden. Jetzt wollte ich gerade sagen, hey, wo ist sie hin? Aber sie geht baden. Ich gönne ihr jetzt ein neues Bett, damit sie immer gut ausgeruht ist. Und zwar gönne ich ihr. Den hier. Okay, Spaß beiseite. Wie sieht das mit den Werten aus? 5 und 6 und das ist das gleiche. Und hier sind dann noch besser, aber die kriegt jetzt nur einen. So viel besser sind die gar nicht. Sie bekommt jetzt ein solches Bett. So. Das ist ein bisschen teurer, aber du kannst da bestimmt gut drin schlafen.
Gehst du morgen früh noch schnell duschen? Er stinkt auch. Ciao, ciao. So, jetzt hat sie zumindest erstmal wieder einen Job. Und wir gucken einfach, dass wir demnächst einen kriegen, den sie mehr mag. So. Sind Sie ja nebenbei für Finanzberatung, alles klar. Müsli reparieren. Job suchen. Und ab in die Arbeit. Also ich hoffe, es ist möglich, dass man nochmal in die Karriere kommt. Sonst muss ich sagen, würde ich das ziemlich doof finden. Ich glaube, ich habe Post bekommen, sollte das heißen. Ja, wir haben Post bekommen. Donuts kaufen. Dann halt nicht. Dann darfst du wieder trainieren, dass du deinen Körperpunkt wieder bekommst. Das geht ja gar nicht. Ich meine, hier in dem Falle war es mir jetzt relativ... es war mir ein bisschen mehr egal. Sie wurde befördert, aber es war jetzt nicht so schlimm, dass ich sage, ja gut, muss ich unbedingt richtig haben. Sie ist einfach voll die Powerfrau. Zack, hat sie ihren Punkt wieder. Und dann geht sie auch gleich wieder perfekt. Also unglaublich. Unglaublich. Nein, so. Geh schlafen, genau. Und dann ist es eigentlich eh schon so gut wie wieder vorbei. Wir haben jetzt noch einen Einzug und... ja. Den machen wir jetzt gleich und sofort. Und... ja, bis gleich halt. Recht viel mehr habe ich gerade nicht mehr zu sagen. Und da sind wir jetzt beim Mr. Reak. Ich weiß noch nicht wie genau. Und ich habe beschlossen, er kommt in so eine Mini-WG. Und das bedeutet, wenn wir endlich mal da sind, wo wir hinwollen, er wohnt hier. Und weil so... wow, er ist sportlich. Er macht gleich mal Sport. Will aber eigentlich in die Faulenzer-Karriere.
Lassen wir ihn da mal. Dieser Herr wird nämlich in dieses Apartment kommen und wird natürlich auch noch Gesellschaft bekommen. Yep, das wollen wir wirklich mieten. Und gucken wir mal. Er ist Romantiker. Er will Rockgott werden. Was gucke ich überhaupt nach? Also, er will Rockgott werden und er will ein Bett haben. Das können wir ihm gleich noch geben. Er ist relativ schlampig, extrovertiert, mittelmäßig aktiv, mittelmäßig verspielt und ein bisschen mürrisch. Ja, Hobbys. Ja, er mag Sport. Mode, Kultur. Er hat jetzt schon einen Körperpunkt. Ich bin gerade beeindruckt. Er mag Badekleidung und Logik. Gut im Putzen mag er nicht, dann musst du aber gut im Putzen werden. Ja. Wir könnten ihm die. Ah, er will Rockgott werden. Said. Said. Tja, welches Zimmer wollen wir für ihn? Ich will das Grüne. Nur für mich zulassen. Gela, ja, ihr vertragt euch schon super. Ja, ich will ihm schnell ein Bett besorgen, das war das Falsche. Und er kriegt ja noch zwei Mitbewohner, theoretisch. So, where are you? Ich will ihm irgendwie so ein Bett besorgen. Ich kann mir vorstellen, dass er sich einfach so ein mega luxuriöses Bett zulegt. So. Ja, genau das sieht mir nach seinem Typ aus. Schade, dass ich Spiele nicht nebenbei weiterlaufen lassen kann. So, Rockgott, das heißt, er braucht irgendein Musikinstrument. Er kriegt jetzt erstmal. Wohl, könnten ihm auch das geben. Ja, gut, wir geben ihm mal das. Und dann gucken wir mal, dass eine Faulenzer-Karriere. Klaust du mir gerade meine Zeitung? Job suchen. Was machst du eigentlich gerade die ganze Zeit? Said. Ich finde das sehr lustig, Job suchen. Wie bist du da hinten hingekommen, wenn du jetzt nicht mehr rauskommst? Mach mal kurz mit und such dann einen Job.
Some things I just don't get. Das komplette Gegenteil von dem, was er machen will. Okay, und dann haben wir es. Es hat jetzt kurz ein bisschen länger gedauert. Yay! Und weil es so lustig ist, singen. Übersingen. Er will ein Doppelbett, er kriegt aber kein Doppelbett. Gut, dann war's das für heute und bis zum nächsten Mal. Ihr hört das wieder nicht. Aber seid froh darüber. Ciao!